Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr eine SSD in euer Tower-Gehäuse einbauen könnt. Und zwar haben wir dazu eine SSD von Corsair, die Force GT mit 120 GB. Dazu haben wir ein SATA-Kabel, einen Einbaurahmen, damit wir die SSD auch in ein 3,5 Zoll Gehäuse packen können. Dazu haben wir die kleinen silbernen Schrauben, um die SSD an den Einbaurahmen festzuschrauben. Und unser Gehäuse hat was ganz Spezielles, es hat keinen Einbaukäfig für 3,5 Zoll Festplatten bzw. Laufwerke. Daher brauchen wir nochmal speziell diese Rahmen, die bei unserem Gehäuse mitgeliefert sind. Dafür haben wir auch diese schwarzen Schrauben. Und natürlich, um alles festzuschrauben, einen Schraubenzieher. Gut, dann fangen wir schon mal an. Wir nehmen jetzt einfach die SSD und verschrauben sie mit dem Einbaurahmen, der mitgeliefert wurde. So, wir sehen, die Löcher passen alle wunderbar rein. Und dann legen wir schon mal die Schrauben vor. Beim Festschrauben darauf achten, dass die Schrauben nur angeheftet werden, weil manchmal verrutschen noch die Löcher und wenn ihr denn eine schon zu fest anschraubt, dann passen die anderen Löcher nicht mehr. Auch noch zu beachten ist, dass ihr einen nicht-magnetischen Schraubenzieher nehmt, besonders wenn ihr am Computer arbeitet bzw. mit elektrischen Bauteilen, solltet ihr immer darauf achten. So, haben wir alle vorgeheftet, können wir die Schrauben auch festziehen. Dabei darauf achten, dass ihr nur handfest zieht, denn ihr wisst ja, nach fest kommt ab. So, damit hätten wir auch schon den ersten Schritt erledigt. Wir haben darauf geachtet, dass die Anschlüsse auch hinten liegen. Der Schriftzug, ja, schön zu sehen, aber ist auch eine kleine Koordinationshilfe. Gut, wir nehmen unsere Rahmen. Wir sehen hier einmal, steht ganz klein drauf, ab, HDDD. Also so anschrauben. Und dazu brauchen wir jetzt die schwarzen Schrauben. So, die müssen wir jetzt hier einmal ein bisschen durchfriemeln. Aber die halten auch relativ gut, weil auf der anderen Seite hier dieser Gummi ist. Der soll einfach dazu dienen, Geräusche zu minimieren, was natürlich bei einer SSD nicht nötig ist, aber haben ist besser als brauchen. Und wenn es mitgeliefert wird, umso besser. Auch hier darauf achten, nur handfest zu ziehen, die Schrauben. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch noch einmal. So, einmal durchgesteckt. Hier genauso. Wir achten wieder auf den Schriftzug. Hochkant gestellt ist immer ein bisschen einfacher. So, und dann hätten wir den zweiten Schritt auch schon erledigt. So, jetzt müssen wir das Ganze in unser Gehäuse schieben bzw. festbauen. Wir müssen einmal vorne runtergreifen, das Gehäuse dabei festhalten und dann abziehen. So, gerade wenn es neu ist, das Gehäuse ist es ein bisschen schwierig. Ihr seht hier einmal, es ist einfach nur festgesteckt. Den legen wir einmal zur Seite, darauf achten, dass die Kabel nicht abgezogen werden, weil meistens sind die festgesteckt und dann können es so Schwierigkeiten geben. So, wir nehmen das Gehäuse. Bei unserem haben wir den besonderen Vorteil, wir brauchen hier nicht schrauben. Wir brauchen hier einfach nur zu drehen. Dann können wir das Bauteil abnehmen. Und genau das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite noch.
drehen, ziehen ab. Und schon können wir das ganze Bauteil, so wie es ist, einfach hineinschieben. So, das ist auf einen Millimeter genau berechnet, dadurch ist es ein bisschen schwierig reinzuschieben. Aber wir sehen jetzt ganz gut, dass die Löcher hier übereinstimmen. Wir brauchen jetzt nur noch unsere Halterung hier anzubringen, zu drehen und schon ist es fest. Und das gleiche natürlich noch auf der anderen Seite. Und das war schon. Die SSD ist eingebaut. Jetzt natürlich wieder den Gehäusedeckel nehmen und wieder ranklippen. Darauf achten, dass die Kabel gut geführt sind. Das war schon. Jetzt gehen wir an die Anschlüsse. Bei unserem Mainboard haben wir jetzt Folgendes. Wie ihr sehen könnt, haben wir zwei weiße SATA-Anschlüsse und vier blaue. Blau ist SATA 2. Aber da unsere SSD SATA 3 kann, müssen wir diese benutzen. Jetzt sind aber schon zwei belegt. Die linke ist unsere bereits vorhandene Festplatte und der rechte Anschluss ist unser CD-ROM-Laufwerk bzw. DVD-Laufwerk. Da brauchen wir aber definitiv keinen SATA 3, also schließen wir das einfach um. Wir machen die kleine Nase hier runter, ziehen es vorsichtig ab, das Kabel. Und stecken es darüber rein. So, hier müssen wir es ein bisschen drehen. Und ihr habt den Klack gehört. Jetzt können wir unser SATA-Kabel nehmen. Wobei ihr darauf achten könnt, dass dieser gerade Anschluss immer an das Mainboard gehört und der abgewinkelte an das Laufwerk. Ihr könnt auch gleich sehen, warum. So, jetzt gehen wir hier unten rein, tasten in eine Richtung und es ist eingesteckt. Jetzt nehmen wir die andere Seite, achtet auch darauf auf die Nase. Wenn es schwer geht, dann wisst ihr, es ist falsch rum und wir stecken es jetzt so ein. So, jetzt könnt ihr auch sehen, warum es abgewinkelt ist, damit das Kabel schön sauber nach unten durchgeht. Jetzt brauchen wir natürlich noch für das Ganze Strom. Bei unserem Netzteil ist alles schon angeschlossen. Auch hier gibt es eine Nase, auf die man achten muss. Und die stecken wir jetzt auf die andere Seite der SSD. Gut, das Ganze sieht jetzt so aus. Die SSD ist gut eingebaut, beide Kabel sind dran. Und das war's auch schon. Jetzt können wir den Rechner booten und sehen, ob alles funktioniert hat.